Als nächstes reagieren wir auf Bobby Van Damme, richtig. Elend 77. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren und endlich wieder was von Bobby Van Damme zu hören. Und du reagierst jetzt mit uns das erste Mal in der Öffentlichkeit auf Bobby Van Damme. Ja, Mann. Was sagst du zu ihm? Oder Bobby, der weiß genau, was er macht. Mhm. Er bringt genau das, was die Jugend auch feiert. Mhm. So, immer Ohrwurm. Der weiß auch, was er in seinen Videos zeigt, wie der seine Lieder gestaltet, Bruder, Top-Künstler. Ich glaube, man muss auch nicht viel zu dem sagen, ja. Der hat, Bobby weiß, was er macht, Bruder. Den braucht man nicht aufzuklären. Und das, was der Emre immer am liebsten sagt, er catcht immer den Vibe. So, also die Atmosphäre von so, Bobby, Bruder, ist immer geil. Bruder, Bobby ist ein Einzelfall, Bruder. Ah, so. Der ist schon, Bruder, Bobby ist auch, glaube ich, guck mal, ich bin ja auch so Künstler und Visionär, ne? Und ich glaube, was Bobby macht, ist so, das sind Projekte, die dann noch so von hinten mit. Von hinten, ja. Bruder, ja. Der ist schon woanders dran. Ist auch. Aber der haut das nochmal für euch gerade schon raus. Das stimmt. Aber ich glaube, der ist ganz weit. Bruder, der hat schon, glaube ich, Sachen im Kopf. Der weiß, was er macht. Bruder, bei Icon 4, diese Mulaga-Skizze, das war ja eine Skizze von ihm. Ja. Weißt du, Dorian ist ja mit darauf gekommen. Ja. Und diese Skizze war von ihm von 2016, 2017 ja, das oder krass, so. Sehr alt. Ja. Und er war schon damals auf diesem Status. Und Leute feiern das erst heute. Und das war bestimmt. Er weiß, wo der jetzt schon gerade ist. Ja. Ich nehme mal kurz was raus. Ja. Und dann kam kurz Mulaga. Für euch eines der krassesten Songs. Ja. Oder 45 Millionen mittlerweile. Krank. Heftiger so, Künstler. Und jetzt bin ich gespannt auf Elend 77. Let's go. 77, das trägt er auch, glaube ich, immer selber, ist ne? Ja, so. Auf seinen Rücken und so. Kann sein, dass er seine Geschichte jetzt dann auch erzählt. Das ist, glaube ich, Gegend, oder der sagt doch Treppenhaus 77 auch manchmal. Richtig. Irgendwo in seiner Hut bestimmt. Die Hörprobe war auch in der gleichen Gegend wie die Hörprobe von Dings. Wie die Bewerbung. Und der hat immer so ein Trikot, ne? Tischtennisplatte. Ja. Free Aminuel war das. Genau. Ne? So ein Trikot hat der auch, ich glaube, als Profi mit dem 77, ja. Von anscheinend ist das irgendein Dings, ja. Let's go, wir gucken. Dieses Video schildert eine Geschichte nach wahrer Begebenheit. Aha. Boah, sowas feiere ich, Mann. Feier ich am meisten, ja. Sowas feiere ich übertrieben. Geil. Entweder ist es eine Geschichte aus dem Blog. Glaube ich schon, ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Wovon er mitbekommen hat oder wahrscheinlich vielleicht, ja. Oder selber erlebt, ja, genau. Cooles Detail. Willkommen im Loft, die Schwangere hat noch die Drogen im Bauch. Der letzte Mann, den sie jemals vertraute, sagte zu ihr, Sena, ich hol dich hier raus. Vom Kokainrausch zu Bullen im Haus. Ihr geliebter Mann dreht jetzt Runden im Bau. Und wenn man denkt, es wird nicht schlimmer, kommt ihr Sohn auf die Welt und wächst bei den Großeltern auf. Wohnpark Generation, sie ist jeden Tag stoned. Traurig wegen dem Sohn, doch Jejo regelt das schon. Für sie wird der Scheiß normal, flexen bis zu. Boah, Bruder. Voilà, das packt einen, ne? Das hat was Brutales, Bruder, ja. Übertrieben. Aber Bruder, ich hätte nicht mit sowas gerechnet. Ich auch nicht. Ja, also, das ist irgendwie wieder was anderes. Es ist, es ist nicht so dieses Typische von Bobby, so. Ja, hast du recht. Aber es ist cool, Bruder. Sieht man auch wieder, wie vielfältig er ist. Bruder, das kann man. Also, wer Künstler ist und Rapper Ahnung hat, so. Bruder, er ist an ganz anderen Sachen dran. Wahrscheinlich wann hatte der das bestimmt geplant. Aber krass, Bruder, Walla feier ich sehr. Also ich will wissen jetzt, was weiter passiert und man will so sehen. Ja, das catch direkt. Aber auch Video irgendwie voll, kennst du so, keine Ahnung so. Man will jetzt sehen, wie das weitergeht. Ja, ja. Flexen bis zu Ohnmacht, weder Glück noch Moral. Willkommen in Europa. Und sie hatte sich schon wieder geschworen. Doch sie hat es leider wieder gemacht. Ihren Sohn hat sie deswegen verloren. Bruder, ich hab Gänsehaut. Max. Ich schwöre, ich hab Gänsehaut. Weil das ist ein brutaler Bruder. Song, Maximal Bruder. Maximal ja. Release, Bruder. Genau diese Hook musste kommen und die ist gekommen. Weil das sehr krass. Muerta. Deshalb nannte man sie La Muerta. No Libertad. La Muerta. La Muerta. No Libertad. La Muerta. Und wenn du mich fragst, was ist nach ihrem Drogenrausch aus ihrem Sohn geworden? Er hat jetzt lowe Sorgen und wird sogar für die Drogen morden. Alles fing an auf La Party, wo Leila sagt, lass mal paar Mollys poppen. Sie machten durch bis morgens, so wuchsen auf Rosendornen. Wer hätte es gedacht, er blieb darauf kleben, aus Molly wird nackt. Ständig benebelt, dann komm ich nicht ab. Da wo er lebt, endet Story im Knast.
Aber ey, wie Bobby hier diese Geschichte erzählt, musikalisch, ist 1A. Krass. Ja. Ist Baba. Ja. Voila, es kommt so heftig an, es berührt einen einfach, ne? Das ist krass. So, das zieht dich einfach da rein. So, direkt am Anfang hat er mich schon gepackt und ich wollte von Anfang bis Ende wissen, was passiert da jetzt. Bruder, und das Ding ist, genau das ist das. Und ich finde krass, dass Bobby das auf seine Art und Weise, es ist ja irgendwo noch Melodie in der Erzählung drin. Mhm. Obwohl, Bruder, sowas ist halt, also Bruder, für einen Rapper wäre das normal, der könnte das runterrattern. Bruder, das musikalisch und melodisch rüberzubringen, ist schon stark. Ja, Prozent. Bruder, und die Melodie wieder krank. Der Typ weiß, was er macht, Bruder. Alles fing an auf einer Party, wo Leila sagt, lass mal paar Mollys poppen. Sie machten durch bis morgens, so wuchsen auf Rosendornen. Wer hätte es gedacht, er blieb darauf kleben, aus Molly wird nackt. Ständig benebelt, dann komm ich nicht ab. Da wo er lebt, endet Story im Knast. Ah, je älter er wird, wurde seine Mutter ähnlicher. Er denkt, Vater war doch eh nicht da, also ging er falsche Wege lang. Wow. Boah, Walla, ich hab schon das zweite Mal Gänsehaut, ne? Das ist krass. Das sehr starker Release, Bruder. Max. Auch wie du gesagt hast, mal was anderes von Bobby, aber hier zeigt er auch wieder, auch das kann er gut bedienen. Richtig, ne? Ja. Also wieder eine richtig geile Atmosphäre und er hat den... Was hat der? Was Bruder, hat der? Es ist jetzt nicht dieser es Vibe, Es ist der Bruder. Moment. Es ist... Bruder, es ist diesmal ein anderer Vibe, Bruder. Ja. Alter, Olle, sag jetzt. Er hat den Vibe gut repräsentiert diesmal, Bruder. So, nicht gecatcht. Weißt du, weil diesen Vibe will ich nicht catchen, aber ihr wisst schon. Nein, er hat so Baba. Aber die Atmosphäre, die er schafft, schon krass. Ja, war auch Revolution. Der Vibe hatte diesmal was anderes, Bruder. Er hatte die Revolution. Und er hat es sich schon wieder geschworen. Doch er hat es immer wieder gemacht. Seine Mama hat er deswegen verloren. Deshalb nannte man ihn hier. Weißt du, was für ein Gefühl ich gerade bei diesem Song habe? Er erzählt einfach zwei Stories in einem Song. Einmal über die Mutter und einmal über den Sohn, weißt du? Und die Hook. Und verpackt das sind, Und auch die Hook verpackt er so, weißt du? Ja, das ist krass. So, der erste Part ging über die Mutter und die Hook auch. Und der zweite Part über den Sohn und die Hook auch. Bruder, Baba. Bruder, soll ich dir ehrlich was sagen? Ich habe gar nicht mehr auf die Story geachtet. Ich komm, Bruder, ich muss das darauf klarkommen, wie krass das Video gemacht ist. Dann noch, Bruder, der hat schon auch diese Muerta, dieses Wort, Bruder. Das ist das, was ich meine, was anderes wieder. Ja. Ich glaube, Muerta heißt... Ich google mal, was das heißt. Ich weiß es echt nicht. Heißt, weißt du, was das heißt? Aus Spanischunterricht weiß ich das. Ich glaube, Toten oder der Tod. Irgendwas mit Toten. Oder Muerta, der Tod, der Mord, Deutsch. Irgendwie sowas. Ja. Muerta heißt Tod, ja. Krass. Ist gleich der Todmäßig. Ja. Oder auch das Wort zu Spanisch, dieses Espanol-mäßige, dieses Muerta, boah, das ist krass. Wenn du gleich, also lass das zu Ende gucken und gleich zeige ich dir eine Stelle. Ich glaube, das ist die Stelle, die mich, also die alles gecatcht hat. Oder da ist eine Flöte drin oder irgendein Instrument, die ist maximal. Okay. Aber wir gucken gleich. Okay, wir gucken gleich. Krank. Respekt an den Schauspieler an der Stelle, Bruder, falls du das siehst, maximal. Ja, nee, ich werd denken, Bruder, du bist weg, Bruder. Boah, krass. Krass. Aber Leute, lasst auf jeden Fall die Finger davon, Also wirklich Spaß und hin und her, aber ihr seid nicht cool, das bringt euch nichts, auch wenn wir in unseren Liedern sowas sagen. Guck mal, die Jungs wissen selber, wir sitzen, wir trinken Saskia-Flasche. Oder langfristig macht's euch kaputt, Bruder. Ja. Es ist immer nur der Moment, wo ihr glücklich wirkt mit diesen ganzen und Mitteln. Und ganz wichtig, dieser Fall hier mit der Überdosis, das ist nur ein Fall von Millionen. Ja, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich war in Frankfurt, halb Frankfurt, eine Straße war so. Ja, so, Bruder. Aber ist anscheinend normal, Bruder. Wir Menschen akzeptieren so. Ja. Aber guck mal, Frankfurt da. Aber eigentlich ist das voll menschenverachtend, Bruder. Also im Endeffekt, wir können vielleicht nichts dafür, dass der so ist, was der macht da. Aber Bruder, man darf da eigentlich nicht wegschauen, Also Kinder, ich schwöre an die Jüngeren, ihr seid immer etwas jünger. Walla, lasst die Finger von sowas. Ihr seid auch nicht cool, ne? Hört einfach auf, macht einfach keinen Scheiß so. Ja. Raucht Shisha wie Rasha. Ja, so. Aber selbst das ist nicht gut. Also bleibt einfach gesund, passt auf euer Leben. Ihr seid cooler, wenn ihr es nicht tut. Ja, das stimmt. Walla, der Schauspieler hat das maximal gespielt. Auch so, dass nach der Überdosis der Schaum aus dem Mund kam und so, das war krass. Die Szenen durften wir euch natürlich nicht zeigen. Ja. Die könnt ihr im Originalvideo sehen. Ja. In der Reaction mussten wir das natürlich ausblenden. Er blieb darauf kleben, aus Molly wird. Ach, das? Das, was im Hintergrund ist? Und das wird jetzt gleich lauter. Nebel, dann komm ich nicht ab. Da, wo er lebt, endet Story im Knast. Je älter er wird, wurde seine Mutter ähnlicher. Er denkt, Vater war doch eh nicht da. Also ging er falsche Wege lang.
Dieses Instrument meinst du? Guck jetzt, genau, du hast gecheckt. Das auch die ganze Zeit schon. Und er hat es sich schon wieder geschworen, doch er hat es immer wieder gemacht. Seine Mama, der das... Und jetzt kommen noch mehr Sachen dazu. So mäßig. Und, ja, Bruder, und das, also, Bruder, das ist schon gezielt krass gemacht. Mhm. Da kommt eine Flöte, dann kommen noch wieder Instrumente dazu und dann kommt dieses... Mhm. Und dann knallt. Bei ab diese... ab diesem Ziel. Regen verloren, deshalb nannte man ihn hier El Muerto. Leben geht oh, El Muerto. Und zu Bobby auch bei diesem Brazil Funk, was er gemacht hat. Bruder, ich bin krank bei der Musik, ihr wisst, ich achte auf den. Guck mal, der hat wieder so. Der hat das immer noch ein bisschen drin, guck. Ja, aber im Hintergrund bist du ja. Und die anderen. Ja. Aber ey, guck mal, daran merkt man auch, das, was wir oft gesagt haben, du hast ein krankes Musikverständnis. Boah, ich achte miese auf miese Sachen. Auf so, Bruder, Fall. Zum Beispiel, sag mir einen, der jetzt bei einer Rachel den Schauspieler einfach so lobt. Bruder, ich finde das krass. Ich weiß, da steckt Arbeit hinter, Bruder, maximal. Mhm. Ja, das ist einfach ein normaler Mensch, wird dir angegeben, ein Schauspieler, der das spielt. Bruder, du hast es auf jeden Fall krass, falls du das siehst. Props auch an dich. Ja, und an Bobby natürlich, krass gemacht. Ja, safe. Ja. Geisteskrank. Starker Release, Bruder. War auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Release. Auch mit einer starken Message, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ihr alle lasst die Finger von den Drogen und ihr habt hier das beste Beispiel, wie es ausgehen kann. Genau. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich nur ein Fall von ganz vielen Millionen. Und Freunde, wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt den Rush ab und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Okay. Ciao, ciao.